Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt es hier. Wie ihr am Titel richtig gesehen habt, geht es heute um ein Unboxing-Video, was es zugegebenermaßen in dieser Form auf meinem Kanal bisher noch nicht zu sehen gegeben hat. Und zwar bin ich von der Firma Skinnatur angeschrieben und gefragt worden, ob ich Interesse daran hätte, ein paar ihrer Produkte zu testen. Und da mich diese Produkte auch tatsächlich interessiert haben, habe ich zugesagt und ein kleines Testpaket zugeschickt bekommen. Und dieses Testpaket möchte ich heute gerne mit euch öffnen und schauen, welche Produkte ich in diesem Fall testen darf. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne weiter dran. Ich habe das Päckchen jetzt mal aufgeschnitten und lasst uns mal schauen, was sich unter diesem Packpapier hier so verbirgt. Und ich bin schon ganz gespannt, was ich alles testen darf. So, da kommt mir zuerst einmal das hier entgegen. Schön eingepackt in Papier mit der Internetadresse drauf, www.skinnatur.de, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox, genauso wie die einzelnen Produkte, die ich hier nach und nach rausfischen werde. Und das erste, was ich hier habe, ist ein festes Shampoo Aloe Vera für normales bis trockenes Haar. Das feste Shampoo Aloe Vera mit pflegendem Mandelöl und Bio Aloe Vera revitalisiert das Haar, spendet Feuchtigkeit und Glanz, reinigt sanft und natürlich schon für die Haare und Kopfhaut. Naturkosmetik ohne Silikone, vegan, nicht an Tieren getestet und sulfatfrei. Und das ist was, was mich besonders interessiert, weil ich ja auf der Suche nach Shampoo bin, das keine Sulfate enthält. Einfach zur Lockenpflege, weil Shampoos ohne Sulfate besser sein sollen zur Lockenpflege. Und deshalb bin ich schon ganz gespannt, dieses Mal zu testen. Festes Shampoo habe ich bis dato noch gar nicht ausprobiert und deshalb freue ich mich darauf schon sehr. Das nächste hier ist auch wieder so eingepackt in diesem Papier. Das ist eine Gesichtsseife mit Shea Butter, eine sanfte Gesichtsreinigung für trockene Haut. Die Bio Shea Butter pflegt die Haut und versorgt sie mit Vitamin A und E. Gleichzeitig wird die Hautoberfläche durch das Bio Rizinusöl vor dem Feuchtigkeitsverlust geschützt. Handgemachte Gesichtsseife aus natürlichen Rohstoffen mit 8% Überfettung. Naturkosmetik, naturrein, palmölfrei, vegan und nicht an Tieren getestet. Auch das eine tolle Sache. Zwar habe ich keine trockene Haut im Gesicht, das werden die meisten wissen, die mir schon länger zuschauen. Ich habe eine eher fettige Haut. Insofern werde ich die mal im Gesicht testen und wenn ich feststelle, dass das nicht funktionieren sollte mit meiner fettigen Haut, dann kann ich die bestimmt auch noch als Duschseife benutzen. Also gar kein Problem und das Schöne ist eben auch hieran, dass es palmölfrei ist. Auch das werde ich sehr gerne testen. Und dann ist hier noch ein Päckchen. Nein, das sind zwei, das sah aus, als wäre es eins mit zwei Inhalten. Wieder diese Papierpackung. Aloe Vera Gel aus Bio-Aloe Vera Saft. Aloe Vera Gel aus 100% Bio-Aloe Vera Saft. Aloe Vera spendet schnell und langanhaltend Feuchtigkeit, regeneriert die Haut und versorgt sie mit Antioxidantien. Es erfrischt und kühlt die Haut, mindert den Juckreiz. Naturkosmetik ohne Silikone, vegan, nicht an Tieren getestet. Auch das werde ich sehr gerne ausprobieren. Spätestens im Sommer, wenn es den ersten Sonnenbrand geben sollte, ist Aloe Vera Gel auf jeden Fall sehr nützlich. Aber Aloe Vera Gel kann man zum Beispiel auch zur Haarpflege benutzen. Hier steht zwar jetzt Hautpflege drauf, aber ich denke mal, dass dadurch, dass das 100% Aloe Vera Gel ist, dass ich das auch für die Haarpflege benutzen kann, was ich auch noch nicht ausprobiert habe.
oder eben für besonders trockene Stellen auf der Haut bei der Körperpflege. Also auch das eine schöne Sache und die werde ich sehr gerne ausprobieren. Und als letztes habe ich hier nochmal so ein Päckchen und das ist Hyaluroncreme mit Vitamin B3 und E. Hyaluron versorgt Ihre Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit, mit intensiver Feuchtigkeit und das Vitamin B3 polstert die Haut von innen auf. Die Vitamine C und E sind starke Antioxidantien, die die Haut vor freien Radikalen schützen und der Haut ein strahlendes Hautbild verleihen. Nach der Reinigung eine kleine Menge auftragen. Naturkosmetik ohne Silikone, vegan, nicht an Tieren getestet. Hyaluron habe ich schon mal benutzt und habe es dann wieder aufgegeben, weil ich bei dem Produkt, das ich damals benutzt habe, keinen Nutzen gesehen habe. Ich benutze ja inzwischen Retinol-Serum und finde das gar nicht schlecht, dass das hier eine Hyaluron-Creme ist. Die kann ich dann auch nach dem Serum abends zur Hautpflege noch benutzen und mal schauen, ob dieses Hyaluron seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und darin enthalten sind 50 Milliliter, also denke ich mal, dass das auch eine ausreichend lange Zeit sein wird, in der ich das ausprobieren kann. Das heißt, ich habe hier jetzt 4 Produkte zugeschickt bekommen. Das feste Shampoo, die Gesichtsseife, Aloe Vera Gel und Hyaluroncreme. Und die werde ich ausgiebig auf Herz und Nieren prüfen und austesten. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Die Firma Skinnatur war so freundlich, mir auch gleich einen Rabattcode bereitzustellen, den ihr benutzen könnt, wenn ihr gerne auch diese Produkte testen möchtet, vielleicht mit mir parallel zusammen. Und der lautet Chrissy10. Den blende ich euch auch nochmal ein und schreibe ihn auch unten in die Infobox. Und damit würdet ihr, wenn ihr denn die Produkte mit dem Code kaufen würdet, 10% sparen. Ich bin schon ganz gespannt, wie sich die 4 Produkte im Test zeigen werden. Das meiste davon ist für mich tatsächlich Neuland und deshalb bin ich schon ganz gespannt auf diese Produkte und werde auch gleich mit dem Testen anfangen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eure Kommentare freuen, über euer Feedback, auch über einen Daumen hoch. Und wenn ihr einen Daumen runter gebt, sagt mir, was euch nicht gepasst hat. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid und würde mich auch freuen, wenn wir uns dann in meinem nächsten Video wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.